EA BioWare Frostbite. Der Punkt, die bisherige Reise im Codex bietet Ihnen einen Überblick über die einzigartige Persönlichkeit Ihres Charakters, seine Beziehungen und die wichtigsten Story-Entscheidungen. Mass Effect Andromeda und damit heiße ich euch herzlich willkommen auf meinem Kanal und zwar Gaming Hood mit dem Spiel Mass Effect Andromeda. Horizon Zero Dawn ist so gut wie fertig gespielt. Keine Sorge, am 31.12. theoretisch sollte der erste DLC kommen. Ich glaube Wildlands heißt der oder so ähnlich. Ich habe mir das heute in der Früh gekauft, keine Ahnung. Ich habe nicht so genau auf den Namen geschaut, einfach bestellt. Ja, zur Überbrückung spielen wir jetzt mal Mass Effect. Ich hoffe, wir können das Projekt so lange zocken, bis Destiny 2 kommt. Beziehungsweise wird zwischendurch wahrscheinlich auch nochmal Horizon Zero Dawn kommen. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ne? Wir müssen ja noch diverse Figuren sammeln, Metallblumen finden und so weiter und so weiter. Aber jetzt fokussieren wir uns mal auf Mass Effect Andromeda. Und zum Starten drücken wir X. So, ich mach's gleich mal ein bisschen heller. Lautsprecher machen wir auf Surround natürlich. Ja. Passt so. Okay. Letzte Aktivierung 28. Oktober akzeptieren. Und Datenschutz und Cookies akzeptieren. Spielstand Gorilla, Sarah, eine Charakterstimmung, Player Einstellungen. Gameplay. Tutorials lassen wir am Anfang. Zielunterstützung können wir auch am Anfang mal lassen. Nein. Ach, Kontext liegt fest. Okay. Das Helm aus in Gesprächen. Aus im Gameplay und in Gesprächen. Nö. Aus in Gesprächen. Wie ausgerüstet? Okay. Also, das können wir alles nachher noch ändern. Untertitel aktivieren wir natürlich. Ja. Steuerung. Empfindlichkeit schrauben wir mal ein bisschen hoch einmal. X-Achse mit dir, nein. Y, nein. Empfindlichkeit lassen wir ein bisschen höher. Sprintsteuerung halten. Nein, will ich auf ein aus. Zielsteuerung halten, ja. Anhalt deiner Kräfte. Ja, keine Ahnung. Hyperzone ist sowieso aktiviert. Kontrolle Todzone. Gehen wir das. Speichern. Audio. Gesamtlautstärke, Musiklautstärke drehen wir von Haus aus ein bisschen runter, genauso wie die SFX. Dialoglautstärke bleibt auf Maximum. Ich vermute mal, das ist der Controller-Lautsprecher. Den deaktivieren wir bei dem Willy Night. Sprache Deutsch, Deutsch. Grafik. Ja, ja, ja. Gut. Einen Charakter erstellen. Yay. Schließen Sie Missionen ab, die für Ihre Truppenmitglieder wichtig sind. So verdienen Sie Ihre Loyalität und schalten Ihre besten Fähigkeiten frei. Yes! Super geil. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht den kompletten ersten Part nur damit beschäftigt, einen Charakter zu erstellen. Wir sind ja nicht bei Sims. Verzeihung. Boah, es ist im Moment so unerträglich heiß. Es ist schrecklich. Standardmäßig fange ich einfach mal mit einem männlichen Charakter an. Individuelles Aussehen. Hoppa. Achso, individuell. Gesicht. Haut. Aha, aha. Weil der Wahnsinn da. Ich will keinen alten Charakter. Der schaut gut aus. Hautton. Ein bisschen braun gebrannt sind wir, oder? Ja, so passt das. Augenbrauen. Passen. Wangen. Passen. Das Kinn werden wir noch ein bisschen runterziehen.
Kann ich ihn nicht drehen? Achso, mit R2, L2. Die Breite machen wir ein bisschen schmäler. Die Kieferbreite auch. Ja, genau. So. Die Wangen. Die passen. Die Breite. Ja, ein bisschen schmäler. Naja, nö. Die Breite passt. Hoppala, Wangenknochenbreite. Ah, okay. Na, so ein bulliges Gesicht haben wir nicht. Die Augen. Nein, ach ja. Ich würde ihn nicht so weit drinnen haben. Die Glubschis. Augenbreite wird passen. Lippendicke. Mundhöhe. Alter, wir sind wirklich bei den Sims. Mundtiefe. So, und die Mundbreite. Ne. Ja. Oh, Baby. So, ich würde sagen, wir nehmen eine schöne Mitte von 10. Die Nase mache ich jetzt nicht. Die Frisur. Ja. Aha, schick. Yeah. Das ist im Moment der aktuelle Look. So ähnlich habe ich auch meine Frisur. Schaut schon besser aus. Nein. Oh, die ist doch geil, oder? Oh, das ist aber ein hübscher Mann. Achso, das sind die Herren und also die Männer und Frauenfrisuren in einem. Ach, ist so wunderschön. Na wui. Wir sollten da einen Helm drüber passen. Wir sind aber kein Samurai. Ich glaube, die Glatze wird's. Nein. Wo waren wir denn da schön? Also, wo hat's denn recht gut ausgeschaut? Achso, da kommen jetzt ja, die Damenfrisuren. Das heißt, 9, nö, hoppa. Ah, ist eine schwere Entscheidung. Schlecki will ich ihn nicht. Ich glaube, ich nehme die. Ja. So. Ich bin... Oh, weiß schaut auch nicht schlecht aus. Das ist ein bisschen zu orange. Ich hätte gern hell, ja. Oh ja, Bärte. Endlich. Sehr geil. Was haben wir da Schönes? Das war's? Na, dann wird's aber der. Ein 3-Tages-Bart. Bartfarbe. Da sieht man nicht viel. Können wir etwas dunkler machen. Mhm. Sehr nice. Yay, äußere Farbe. Geil, man kann 2 einstellen. Nein, außen hätte ich ihn gern blau. Hilfe! Ja, so ein richtig sattes Blau. Kann ruhig hell sein. Und die innere Farbe machen wir etwas weißer. Hilfe, verkehrt. Das sieht doch geil aus, oder? Ein hellerer Blaustich. So. Weil wenn ich so... Nein, es wird ein bisschen fad. Ja. Make-up. Brauchen wir nicht. Tätowierungen. Ist es nicht wundertoll? Wo hat denn der da seine Tätowierung? Ah. Am anderen Ohr. Am Schädel. Am Hals. Im Nacken wahrscheinlich. Nein? Ah, vielleicht oben, direkt im Kopf. Ach so, da.
sieht man es unterm Bart. Wahrscheinlich jetzt die andere Seite. Ah nein, das ist wieder da am Nacken. Oh, schaut gar nicht so schlecht aus. Auf der anderen Seite. Okay. Er ist ein Ghost. Das ist rechts. Nein, ich habe mein Tattoo links. Ich hätte es auch gern links. Ja. Die Farbe schaut eigentlich ganz schön aus. Ein Grau. Aber wir nehmen es in satten Schwarz. So, wir sind eigentlich soweit fertig. Nur ich kann die Augenbrauenfarbe nicht anpassen. Hoppa. Aber gut, ja. Dann haben wir halt drei verschiedene Haarfarben. Die Ausbildung. Alter Falter. Sicherheitspersonal. Während ihrer Zeit beim Allianzmilitär haben sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Anfangskraft Betäubungsschuss. Verschießt ein wärmesuchtes Projektil mit hoher Durchschlagskraft, das Gegner zu Boden schleudert. Freigeschaltete Fähigkeiten. Turbolader. Gewährt eine beträchtliche kurzzeitige Verbesserung von Waffenfeuergeschwindigkeit und Thermomagazineffizienz. Und die Kampffitness erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Oh, das ist schon mal nicht schlecht, ja, mehr Waffen. Der Biotiker. Sie wurden beim Allianzmilitär als designter Biotiker eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihren Fähigkeiten unterstützt, Masseneffektfelder zu kontrollieren. Anfangskraft werfen. Benutzt ihre biotischen Kräfte, um einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Aha. Freigeschaltete Fertigkeiten. Die Singularität. Er sagt, ein Strudel der Gegner, die hineingeraten, fest und außer Gefecht setzt. Und die Barriere verstärkt ihre Verteidigung mit einer leistungsstarken biotischen Barriere. Der Biotiker war ich im Mass Effect 3. Der Techniker. Als Techniker im Allianzmilitär haben sie gelernt, wie man Drohnen bedient und feindliche Systeme hackt. Anfangskraft Überlastung. Löst eine elektrostatische Entladung aus, die Schilde und synthetischen Feinden hohen Schaden zufügt. Kann auf mehrere Ziele überspringen. Freigeschaltete Fähigkeiten. Invasion. Hackt sich in Panzerung und Waffen ihrer Gegner, infiziert sie mit einem Computervirus zur Schwächung der Verteidigung und kann sogar auf Feinde in der Nähe überspringen. Und die Teamunterstützung. Entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Der Anführer. Sie haben sich beim Allianzmilitär als Teamplayer mit Führungsqualitäten erwiesen und in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden für deren Sicherheit und die Sicherheit anderer gesorgt. Die Anfangskraft ist der Energieentzug. Entzieht Energie aus den Schilden ihres Ziels und stärkt damit ihre eigenen, besonders effektiv gegen synthetische Gegner. Die freigeschalteten Fähigkeiten Auslöschung erzeugt eine sich bewegende Aura von Masseneffektfeldern, um sie herum, das Gegnern in der Nähe langsam aber stetig Schaden zufügt. Die Teamunterstützung entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Dann der Kämpfer. Wenn es zum Kampf kam, waren sie immer als Erste dabei. Meistens im Einklang mit dem Protokoll des Allianzmilitärs, allerdings nicht immer. Anfangskraft ist der Sturmangriff. Sie stürzen sich auf Gegner wie ein Komet und stellen beim Aufprall einen Teil ihrer Schilde wieder her. Freigeschaltete Fähigkeiten, Kampffitness, erhöht Zähigkeit und die Möglichkeit, mehr Waffen mitzuführen. Und Sturmangriff, sie hier oben. Das kann man wahrscheinlich verbessern. Und der Agent. Sie haben beim Allianzmilitär das Verhalten bei Geheimmissionen und die dabei von Spezialeinheiten eingesetzte Tech studiert, konnten dieses Wissen aber vor der Andromeda-Initiative nur selten anwenden. Die Anfangskraft, die taktische Tarnung. Sie werden mit Hilfe von Lichtkrümmungstechnologie kurzzeitig unsichtbar. Wenn Sie durch einen Angriff die Tarnung aufheben, erhalten Sie einen großen Schadensbonus. Freigeschaltete Fähigkeiten, Kampffitness, erhöht Sicherheit und Möglichkeit, mehr Waffen mitzutragen und die taktische Tarnung, siehe oben. Gut, also entweder Tarnung, Sturmangriff. Ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, eher der Kämpfer. Ich bin so ein Tank-Typ. Heute sehe ich eine Menge, ja, sie stößen sich auf Gegner wie ein Komet. Ja, wir sind der Kämpfer. Name? Wir heißen nicht Scott Rider. Wie heißen wir denn? Puff. Schwer. Geistesblitz. Der erste Name, der mir einfällt, ist Paul. Paul Rider. Paul Rider? Nee, das klingt doof. Hoppa. Na kommt schon. Ach Mist, mir fällt jetzt voll nichts ein. Was ist vorgegeben? Nein. Name festlegen. Scott Rider. Klingt auch nicht so schlecht, finde ich jetzt. Ja. Weißt du was, wir lassen ihn bei Scott.
Zwillinge passen? Das lassen wir so. Außerdem von Alec Rider übernehmen. Vergangenheit anpassen. Ja, ich werde männliche Shepherd. Charakterdaten hochladen. Importieren kann ich nichts, weil ich es am PC gespielt gehabt habe. Gut. Angepasstes Aussehen übernehmen. Ich finde uns ganz schick eigentlich, oder? Sollen wir vielleicht noch... Was heißt? Da schauen wir noch schön rein. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt kurz den Zeitraffer durchlaufen. Unser Zwilling ist fertig. Schaut gar nicht so mager aus. Und jetzt, also ihr Vergangenheit braucht mich nicht anpassen. Gut, Bestätigung und Spiel starten.